Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Rebirth. Wir sind natürlich immer noch im Tower in der anderen Welt und müssen jetzt nur noch mal an dem Rätsel arbeiten, das ich beim letzten Mal nicht verstanden habe. Ihr werdet übrigens erkennen, dass ich mir diesen lächerlichen 3-Tage-Bart, den ich beim letzten Mal noch getragen habe, mittlerweile wieder abrasiert habe, weil er einfach ein bisschen zu sehr gekratzt hat. Aber naja, wenn ich ihn wieder haben will, dann warte ich einfach noch mal wieder 3 Tage und dann sieht er genauso aus. So, wir werden jetzt einmal schauen. Ich muss irgendwas übersehen haben. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir dieses Kabel in die andere Buchse hier stecken müssen. Die Frage ist natürlich, wie machen wir das? Denn das Kabel ist zu kurz dafür. Das heißt, es muss irgendeine Möglichkeit... Hatten wir diese Situation nicht schon mal irgendwie 20.000 Mal? Ich möchte übrigens betonen, wie hochtexturiert diese Eisenstange ist. Unglaublich. Okay, das müsste jetzt natürlich klappen. Darcy. Darcy. I can smell you. You are nearly lost. Fight it. Fight it. It will take you, Darcy. It has taken me. Hank. Oh, Christ. Die viel bessere Frage ist. I'm so sorry. I don't know how to help you or any of us. I just need. I need to save a mommy. Die viel bessere Frage ist jetzt gerade eigentlich. Wie ist er da reingekommen? Fuck. Ja, Hank ist auf jeden Fall verloren. Ich fürchte, für ihn können wir nichts mehr tun. Generell sind alle aus unserer Expedition auf irgendeine bestialische Art und Weise ums Leben gekommen oder haben sich in einen dieser Dinger verwandelt. Schrecklich, was uns geschehen ist. Ich hoffe natürlich nicht, dass... Hank kommt auf jeden Fall schon mal nicht raus. Wir haben da eben irgendwas wieder gehört. Okay, fürs Erste scheinen wir Glück gehabt zu haben. Dieser verdammte Laternen-Lars ist verschwunden. Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Wo ist Laternen-Lars? Wo ist der? Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Und zwar schnell. Ah ja. Stimmt ja. Ich kann hier hoch. Und jetzt müssten wir eigentlich den anderen Fahrstuhl benutzen können. Theoretisch. Yes! Bring mich nach oben! In meine Suite. Ah ja. Grandios! Ja, wer weiß, wie weit wir kommen. Bevor das Ding wieder zusammenstürzt. I can aid your companions, but you
must stay until the child is born. One life against the rest of us. We could save Selene. Dazzy, it has to be your choice. It's your life. I can't, Hank. I can't. I lost Alice. I will not give up this child. Das meinte sie also. Sie ist den Handel nicht eingegangen und das hat natürlich alle anderen zum Tode verurteilt, ist klar. Diese Kaiserin, diese dreckige Kaiserin, unfassbar. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Spiel jetzt nicht mehr so lange sein kann. Wir müssten eigentlich kurz vor dem Ende sein. Und ich bin mal gespannt, welches Ende wir bekommen werden, denn es gibt ja unterschiedliche. Und alleine dadurch, dass wir dieses komische Vitae-Zeug nicht genommen haben, dürfte das Ende schon mal maßgeblich verändert haben. Oder in eine bestimmte Richtung gelenkt haben. Aber ich finde es interessant, ich hätte nämlich gedacht, dass Tassi, alle haben ja Tassi so verflucht und ich hatte gedacht, dass sie den Handel eingegangen ist. Und das alle scheiße fanden. Und offenbar fanden sie es ja scheiße, dass sie den Handel nicht eingegangen ist. Wo ist sie taken? Amari! Okay, hier ist wieder so eine Portal... Portal Chamber. Wir werden uns hier nochmal ein wenig umsehen. Vielleicht können wir diesen Teleporter ja sogar zurück nach Hause benutzen. Paris, we could get home if I can find some more Vitae. Okay, wenn wir Vitae haben. Oh, wir können den Doktor töten. Wir könnten den Onkel Doktor töten und dann genug Vitae haben, um eine Leidener Flasche zu haben, die wir dann benutzen könnten, um da durchzukommen. Aber mal sehen. Wir werden es sehen. Erstmal. Schön ausgestrahlt hier. Wunderbar. Nee, hier können wir auch nichts machen. Wir haben ja kein Vitae mehr. To hurt you or your child. Then let us go. With the portal, I can take her home. She will die. You do not remember? The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. Here with me, she can live. Here, there is hope. No. No. No, there's something I can do. Doctors, in Paris, You know what happened to her sister. The illness is too deeply rooted. She will always need Vitae to live. And you do not have the heart to create it. I am sorry. Follow. I will take you to her. Wer sagt, dass ich dir folgen werde? Es gibt offensichtlich nämlich noch andere Wege. Und guck mal.
Wir können dafür sorgen, dass ihre Vitae... Follow me. Fuck you. Because fuck you, that's why. Fuck this game, I'm going to Wonderland. Interessant finde ich übrigens, dass das offensichtlich ihre wahre Gestalt ist oder ihre Hülle oder was auch immer. Ne. Also... You want to say your farewells. Do not leave it too late. Es kann sein, dass sie recht hat und dass Amari wirklich verloren ist. Und wenn das so ist, dann bleibt uns nur noch eines zu tun. Nämlich sie wenigstens aufzuhalten und mit ins Verderben zu reißen. Come with me, Tassi Trianon. Before you are lost. Vergiss es, du bist verloren. Ich muss erstmal gucken... Kann ich hier überhaupt irgendwie hinkommen? Tassi, follow me. Nein. Ich will nicht. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Oder da... I saw the child within you. Only a germ, but growing. I could not let her die. Uns fehlt eine fucking Flasche. Uns fehlt eine fucking Flasche, um das zu machen. Wir haben keine Leid in der Flasche und wir... Wo kriegen wir eine her jetzt so schnell? I brought you all to me, so she could be saved. Vitae would give her life, but that she must stay here. You did not listen. You would not give her up. You would have died in the desert. Ich habe halt die Sorge, wenn ich ihr jetzt folge, dass ich nicht mehr zurückkommen kann, um die Sachen hier auszuschalten. Denn ich will auf jeden Fall, ich will sie auf jeden Fall erledigen. Das Problem ist, wenn wir das machen, dürfte der Schatten regieren hier über diese gesamte Welt, was ja dann ebenfalls nicht besonders gut ist. I had no choice but to make you into something I could control. Ich versuchte sie. I could be the mother I was meant to be. Jetzt versucht sie, ihre Gräueltaten schön zu reden. Look at yourself, Tassi. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. Here. Amari! Okay, jetzt haben wir immerhin eine Leidener Flasche. Aber es scheint so zu sein, als wenn wir auf jeden Fall sowieso in diesen Raum kommen müssen. Gibt es hier noch irgendetwas, was wichtig wäre? Wir müssen genau aufpassen. Sie wird mit Vitae am Leben gehalten, so wie es aussieht. Muss ich das da wieder reintun?
okay, da passiert wirklich nichts. I'm here. I'm here, my heart. Shh, I've got you. Mama's here. Comfort her. Feed her. Say goodbye. You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. It's all right, little one. It's all right. Oh, God. Look at us, Amari. How did we get to this? If we try to go home, can I find a way to keep you safe? Or will it be Alice all over again? But to leave you here, with her, and all of those things that they have to do to keep her alive. What are we to do? Hush now. Close your eyes, for sleep is coming. Kann es sein, dass das die drei möglichen Enden sind? Wir lassen sie hier. Wir versuchen mit ihr zu fliehen. Oder wir zerstören ihre Herrschaft. Das könnte sein, dass es sich da um die drei Enden handelt, die dieses Spiel bietet. Was wäre jetzt das Pro und Contra dieser Enden? Wenn wir sie hier lassen, bleibt sie vielleicht am Leben. Zumindest laut der Kaiserin. Würde sie am Leben bleiben, weil sie braucht Vitae, um überleben zu können. Also gehen wir davon aus, sie hat recht, dann würde Amari bei den anderen beiden Enden sowieso sterben. Wir würden uns bei diesem Ende definitiv in einen Sammler verwandeln. Wenn wir sie töten, ist ihre Herrschaft vorbei. Für immer. Weil sie tot ist, logisch. Wahrscheinlich wird der Schatten diese gesamte Welt übernehmen. Und es könnte sein, dass Amari und Tasi sterben. Es könnte aber auch sein, dass man sie zerstören kann und dann fliehen kann. Könnte genauso sein. Vielleicht. Wir könnten also zahlreiche andere Leben im Prinzip, was heißt retten? Wir könnten hunderttausende Menschen erlösen, die hier gefoltert werden und als, ja, Nutzvieh gehalten werden, um Vitae herzustellen. Wenn wir dieses Ende wählen würden. Wir würden also sterben, aber würden ganz viele andere, die ihr leiden, erlösen. Oder wir fliehen nach Paris. In der Hoffnung, dass irgendwelche Ärzte tatsächlich Tasi und Amari heilen können. Oder dafür sorgen können, dass sie nicht sterben. Das ist schwierig. Das ist echt verdammt schwierig, weil das Ding ist halt einfach. Also, welche irdische Medizin soll denn helfen? Is this best for you, Amari? To be here? With a promise of life? Nee. Nein, 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 nein. Do I refuse her? And you and I step out there and see what comes to us. Please, Tasi.
How can you protect her out in the world? The disease will ravage her, as it did your other child. Das muss nicht sein. Der Doktor hat gesagt. Der Doktor hat gesagt. Und er hätte keinen Grund gehabt, uns anzulügen, dass sie gesund ist. Erinnert ihr euch? Das hat er gesagt. Sie hat behauptet, das Kind ist krank. You have given me no choice. I shall save her. Wir werden sie schwächen. Hoffentlich vernichtet das sie. Das hat nicht ganz hingehauen. So. Wie gefällt dir das, Kaiserin? Das gesamte Netzwerk. End this, but I don't think we'll survive it, little one. You cannot find her. Vielleicht ist es unser Schicksal, dass wir es beenden müssen. Amari. Wir könnten sie zerstören. Wir könnten sie wirklich zerstören. Aber tun wir das auch? Ich bin so unsicher. Ich weiß doch gar nicht, was ich tun soll eigentlich. Aber ein Happy End wäre auch irgendwie langweilig, oder? Wobei ja nicht mal klar ist, ob es überhaupt ein Happy End wäre. Sie hat so viele Menschen leiden lassen hier, nur um ihr unnatürliches Leben zu verlängern, bis ins Endlose. Und ich wette, damit hat sie nicht gerechnet. Eine leichte Entscheidung, die ich da treffe. Wirklich nicht. Aber ich werde nicht zulassen, dass sie so, dass sie ihr Spiel weitertreibt.
Die Maske fällt runter. Der symbolische Untergang ihrer Herrschaft. Wie viele Zigtausende haben dadurch jetzt Erlösung gefunden? Wir sind tot. Vielleicht war das der Preis, der gezahlt werden musste. Zumindest in diesem Ende. Kein Happy End für Tarsi und Amari. Frictional Games Production, Amnesia, Rebirth. Ist jetzt natürlich die Frage, was bei dem anderen Ende passiert wäre oder bei den anderen Enden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein reines Happy End in dem Spiel gibt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also selbst wenn wir jetzt nach Paris gekommen wären, hätten wir uns ja wahrscheinlich in einen Ghoul verwandelt. Denn die Verwandlung war ja nun schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und die Frage wäre ja auch gewesen, ob Amari jetzt wirklich schwer krank gewesen wäre oder nicht. Who knows? Ich denke mal, dass man sich die anderen Enden auf jeden Fall auf YouTube angucken kann. Also, wenn ihr da Interesse habt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wow. Schöne Musik hier zum Ende. Wir sehen da an der Seite Marker. Ja, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, das Spiel hat mir ganz gut gefallen. Ich habe echt viel Schlimmeres befürchtet, nachdem der zweite Amnesia-Teil, The Machine for Pigs, ja nun wirklich überhaupt nicht gruselig war. Den haben wir jetzt ja zwar noch nicht gespielt, werden wir irgendwann auch nochmal. Aber in The Machine for Pigs war Storytelling eigentlich so das Hauptaugenmerk des Spiels. Und das hat viele halt erzürnt, die mit Amnesia eigentlich das Horrorerlebnis schlechthin verbunden haben. Und das war in Machine for Pigs einfach überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. The Dark Descent hat einem ja wirklich einen Schreck nach dem anderen über den Körper laufen lassen und das war einfach in dem zweiten Teil nicht. Man muss aber dazu sagen, dass Machine for Pigs auch nicht von Frictional Games entwickelt wurde, sondern von A Chinese Room, glaube ich. Und die waren eher bekannt für so, ich nenne das jetzt das Ganze mal Walking-Simulatoren, wo man eigentlich nur einen Pfad lang läuft und dann währenddessen die Geschichte erlebt, ohne dass es großartiges Gameplay gibt. Wobei es ja auch hier jetzt nicht großartig viel Gameplay gab, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es war zwar nicht ganz so gruselig wie The Dark Descent, aber ein deutlicher Fortschritt gegenüber Machine for Pigs, das muss man sagen. Wobei, ich finde, den Horrorgrad zu vergleichen ist ein wenig schwierig, denn als ich The Dark Descent gespielt habe, hatte ich davor noch nicht besonders viele Horrorspiele gespielt. Und nach The Dark Descent einige andere Horrorgames. Sodass man da eigentlich auch davon reden kann, dass sich ein gewisser Gewöhnungseffekt mittlerweile eingestellt hat, der natürlich dafür sorgt, dass man zukünftige Horrorgames als nicht mehr so schlimm empfindet und wahrnimmt. Trotzdem hatte dieses Spiel einige Jumpscares, wo ich so dachte, holla. Und gerade zum Anfang hin, als man das Spiel noch nicht einschätzen konnte, fand ich diese Ghule halt auch wirklich gruselig. Das hat natürlich später abgenommen. Aber nichtsdestotrotz hat dieses Spiel eine gewisse Horrorfaszination und Horrorreiz ausgestrahlt. Besonders cool fand ich das Worldbuilding. Da haben sie sich diesmal natürlich wesentlich mehr Zeit für genommen als in The Dark Descent. In The Dark Descent ging es eher darum, die Geschichte von Daniel zu erfahren. Und hier wurde sehr, sehr viel darum herum gebaut. Um das herum, was wir in Amnesia The Dark Descent auch kennengelernt haben. Und es hat durch das Worldbuilding und die Lore dieses Spiels auch nochmal den ersten Teil im Prinzip ein bisschen erweitert.
Weil wir haben ja zum Beispiel über Herbert ein bisschen was erfahren. Wir haben ein bisschen was erfahren darüber, wer eigentlich Alexander von Brandenburg war und was ihn eigentlich dazu getrieben hat, das zu tun, was er eben getan hat mit dem Vitae, mit seinen Experimenten. Das ist im Prinzip alles auf diese andere Welt ja, zurückzuführen ist in dem Sinne. Und das hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Auch dieser Glimpse von Daniel, also dass wir von ihm etwas gehört haben, dass das tatsächlich auch mal mit eingebaut wurde, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vorab wurde gesagt von vielen, dass sie genervt waren vom Trailer, weil Tassi relativ viel wohl geredet hat in diesem Trailer und es so aussah, als würde sie halt auch im Spiel total viel quasseln und nur am Quasseln sein. Ich muss aber sagen, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand Tassi als Charakter eigentlich sehr angenehm, muss ich sagen. Also hat mich überhaupt nicht gestört und ich fand auch ihre Beweggründe und das alles fand ich durchaus so, dass ich sagen würde, ja, kann ich nachvollziehen, hat mir auch gefallen, wie gesagt. Dass es verschiedene Enden geben würde, war mir auch klar. Das war ja in den anderen Amnesia-Teilen. Wobei war es bei Machine for Pigs so. Es war auf jeden Fall bei The Dark Descent so. Das gefällt mir natürlich auch gut. Ich würde jetzt nicht von einem großen Wiederspielwert reden, weil das ist einfach nicht so. Weil das gesamte Spiel ist im Prinzip gleich, bis auf die letzte Sequenz dann. Aber sollte man das Spiel dann irgendwann halt nochmal auskramen, ist der Anreiz halt da, okay, ich nehme jetzt mal ein anderes Ende so. Ansonsten fand ich die anderen Charaktere auch ganz interessant. Ich fand es halt cool, dass es diesmal ein bisschen mehr waren als in The Dark Descent. Da hat man ja nicht wirklich viele Charaktere gehabt. Und hier war es durchaus schon so, dass man eine gewisse Bindung aufgebaut hat. Oder ein gewisses... Bindung ist eigentlich zu viel gesagt. Man hat ein gewisses Interesse aufgebaut. Jetzt zumindest an Hank natürlich. Am Doktor, da man ja schon relativ früh mit dem Kontakt aufnimmt. Und an Salim, logischerweise, den beiden Babys oder Kindern. Und auch an Leon auf interessante Art und Weise. Also Leon hat ein sehr, sehr trauriges Schicksal gehabt, muss man sagen. Mit dir möchte ich nicht tauschen. Und ich muss auch sagen, dass wieder mal die Musik richtig klasse war. Die Soundeffekte natürlich auch wieder richtig klasse waren. Dieses Wüstensetting fand ich auch mal ganz interessant, also vor allen Dingen, dass man auch relativ häufig an der Oberfläche war. Einfach schön, dass es hier so viele verschiedene Orte gab, die man entdecken konnte. Natürlich von den Locations her nochmal ein Stück abwechslungsreicher als der erste Teil, wo man ja im Prinzip nur in dem Schloss war. Was jetzt kein Nachteil ist, weil das war nun mal der Sinn und Zweck des ersten Spiels, aber... es ist schön, wenn man da ein bisschen Abwechslung drin hat. Das hatte man hier. Ich fand auch, dass die Voice Actor richtig gut waren. Muss ich sagen. Also gerade dieses Ghoul Speak, nenne ich das Ganze jetzt mal, mit bei Leon zum Beispiel. Das fand ich schon, wow. Das fand ich richtig krass. Da hatte ich auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Für mich ein rundum gelungenes Spiel. Meiner Meinung nach echt ein guter Eintrag in das Amnesia-Universum und ich frage mich jetzt natürlich, machen sie noch ein weiteres Spiel in diesem Universum? Denn man kann den Titel natürlich auch ein bisschen anders verstehen. Die Amnesia-IP hat durch Machine for Pigs so ein bisschen, ja, so eine Delle bekommen. So ein Makel, den Frictional Games jetzt versucht hat auszubessern, indem sie ein neues Spiel machen und die Amnesia, das Amnesia-Franchise, die IP, wiederbeleben und deswegen Amnesia Rebirth. Also es könnte durchaus sein, dass wir in den nächsten Jahren dann noch weitere Amnesia-Teile sehen werden. Denn dieses in verschiedene Welten wandeln, es kann ja sein, dass es noch andere Welten gibt, das hat durchaus großes Potenzial für ein Horror-Franchise, muss ich sagen. Da könnte noch gut was kommen. Was ist denn jetzt, wenn ich auf Weiterspielen drücke? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kommt da dann überhaupt noch was? Ah, look at that. Okay, das ist cool. Wartet mal. Ich will mal gucken, wo ich jetzt lande. Okay. Wisst ihr was, Leute? Aparie!
Dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, gucken wir uns einfach mal nochmal die anderen Enden an, oder nicht? Das würde mich jetzt interessieren, was dann aus den beiden werden kann. Schauen wir uns an. Change us! Lift this curse! I see you, you piece of filth! She will not answer! What have you done with her? You must listen to her! Das krasseste, dass sie ihn einfach umdreht. Aber gut, sie scheint sich auch gerade da zu verwandeln. No fear, Tazi Drianon. I have no wish to hurt you or your child. Then let us go! With the portal I can take her home! She will die. You do not remember? Das werden wir sehen. The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. Das hast du gesagt. Here with me, she can live. Here, there is hope. No. No. No, there's something I can do. Doctors in Paris. You know what happened to her sister. The illness is too deeply rooted. She will always need Vitae to live. And you do not have the heart to create it. I am sorry. Vielleicht ja doch. I will take you to her. Sie meint damit, dass Tassi halt keine Mörderin ist und das seelisch nicht durchstehen würde, andere Leute zu foltern. Das glaube ich auch. Das größere Problem wäre wahrscheinlich, dass wir halt ein Ghoul werden. Und wie sollen wir dann noch irgendetwas können? Ja, wir machen jetzt erstmal das Ende, wenn wir Amari hier lassen. I brought you all to me. So she could be saved. Da bin ich mal gespannt, was dann passiert. Also wir. Vitae would give her life, but that she must stay here. You did not listen. You would not give her up. You would have died in the desert. Also ich gehe davon aus, dass wir ein Ghoul werden, einfach bei dem Ende. But to make you into something I could control. I would care for her. I could be the mother I was meant to be. Look at yourself, Tazi. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. Schrecklich. Amari! Finde ich übrigens cool von dem Spiel. Feed her. Say goodbye. You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. Ja. Indem sie uns entweder diesen komischen Trank gibt oder indem wir ein Ghoul werden und vergessen. Nein, ich finde es cool vom Spiel, dass man einfach weiter spielen drücken kann und dann landet man quasi vor der Entscheidung, welches Ende man will. Also das ist halt richtig gut. Und auf einmal holt sie die Titte raus. Das hat mich eben schon verwundert. Aber es ist halt total natürlich halt einfach, dass sie wenigstens einmal ihr Kind zeugen will. Can I find a way to keep you safe? Will it be Alice all over again? But to leave you here with her and all of those things that they have to do to keep her alive. What are we to do? Hush now.
Sleep is coming. Mama's here, so don't you cry. I know. I'm sorry. Die Hose musste echt einiges aushalten, oder? Das andere Ende sieht man hier jetzt gar nicht, weil wir uns das nicht genauer angeguckt haben. Is this best for you, Amarie? To be here? With a promise of life? This is it, Amarie. If I lay you down now, I may never see you again. Nochmal die Rückversicherungsspiel. Willst du das wirklich? I'm sorry, Amarie. Here, you have a chance. Here, you will have a life. Was soll das für ein Leben sein, das sie hier führt? Selbst wenn sie lebt. Was ist das für eine trostlose Welt, die ihr geboten wird? I will protect her. I will love her. I am sorry that this was your path. Genau, du bist sorry. Richtig. Ich habe dir gegeben, was du immer wolltest, was du nie bekommen hast. Und da hat sie uns halt jetzt zu einem Ghoul gemacht. Vollkommen. Unser Skizzenblock, der uns an alles erinnert hat, und jetzt haben wir ihn weggelegt, um zu vergessen. Das Ding ist halt, selbst Leon war ja noch in gewisser Weise Herr seiner Sinne, manchmal zumindest. Aber guck mal, ist jetzt, also da vorne ist ja der Turm, das heißt, das muss eigentlich Amarie sein, also lebt sie. Da sehen wir auch Marker, Bauklötzchen. Das ist wahrscheinlich Tassi. Ich finde, das ist ein ganz grausames Ende. Meine Amarie scheint wirklich hier zu leben. Aber das ist schon echt. Das ist echt fies. Das muss ich sagen, das ist echt fies. Dann können wir uns jetzt ja nochmal das Ende anschauen, wenn wir fliehen. Und uns zurück teleportieren nach Paris.
Und ich glaube tatsächlich, dass Amari da sterben wird. Also stirbt Amari in zwei Versionen. Tarsi stirbt eigentlich auch in zwei Versionen, weil dieses Ghoul-Ding, was sie da ist, das ist doch kein Leben. Also im Prinzip sterben beide in zwei Versionen, denn jeweils einer getrennt voneinander können sie leben. Es ist echt grausam. Zumindest wenn Amari sterben wird jetzt in dem Flucht nach Paris Ende. I see you, you piece of filth! She will not answer! What have you done with her? You must listen to her! Der Doktor erlebt hier dritten Mal in Folge den beschissensten Tag seines Lebens. Komische Muschel, ey. I have no wish to hurt you or your child. Then let us go! With the portal I can take her home! She will die. You do not remember? The child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. Here with me, she can live. Here, there is hope. No. No! No, there's something I can do. Doctors, in Paris, You know what happened to her sister. The illness is too deeply rooted. She will always need Vitae to live. And you do not have the heart to create it. I am sorry. Follow. I will take you to her. Was ist denn eigentlich mit Laudanum? Müsste Laudanum nicht irgendwie helfen? Zumindest müsste Laudanum Tarsi helfen. Es könnte ihre Ghoulifizierung verlangsamen oder stoppen. Je nachdem, wie hoch die Laudanumsdosis ist. I brought you all to me, so she could be saved. I told you that Vitae would give her life. But that she must stay here. You did not listen. You would not give her up. You would have died in the desert. I had no choice but to make you into something I could control. I would care for her. I could be the mother I was meant to be. Look at yourself, Tazzy. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. Here. Amari! Ich wundere mich halt ein bisschen, warum da immer unbekannt steht. Wir kennen doch ihren Namen eigentlich. You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. It's all right, little one. It's all right. Also, wenn das jetzt nicht das Happy End wird, dann gibt's ja keinen Sinn im Spiel, oder? Look at us, Amari. How did we get to this? If we try to go home, can I find a way to keep you safe? Or will it
I'd be Alice all over again. But to leave you here with her and all of those things that they have to do to keep her alive. What are we to do? Hush now. Close your eyes, for sleep is coming. Unglaublich, was Tassi auch durchmachen muss, ganz ehrlich. Genauso gebrochen wie Daniel im Prinzip. Mama, see, so don't you cry. I know. I'm sorry. Einfach heftig. Einfach heftig. Is this best for you, Amarie? To be here? With a promise of life? Nope. Do I refuse her? And you and I step out there and see what comes to us. Please, yes. Tazzy. How can you protect her out in the world? Ich versuche es. The disease will ravage her, as it did your other child. Was für eine Mutter wäre ich, wenn ich es nicht probieren würde? You have given me no choice. I shall save her. Sehen. Kommen wir überhaupt anständig hier weg? Struggle, Tazzy. No! She's changing me. I can't let her catch me. I'll lose myself. Hey, little one. Stop this foolishness. You're losing yourself. Verliere ich nicht. Schnell. Schnell. No, you cannot. She will not live. Was interessiert dich das? Wenn sie weg ist, kann es dir doch egal sein. Oh, oh. Sie kommt. Ich wollte schon immer mal nach Paris. Wow. Happy End? Ui. Laufen wir jetzt noch durch Paris? Vielleicht wird Tassi ja tatsächlich gesund, wenn sie aus diesem Dunstkreis dieser Kaiserin ja weg ist. Das könnte doch auch sein. You're cold.
I'll take care of you, my heart. Mama's here. Mama's here. Ah, okay. Aber was passiert dann? Wie geht es weiter? Sieht man jetzt, was noch passiert mit den beiden? Der Eiffelturm. Soweit, so gut. Da hätte man drauf kommen können. Wir sind schließlich in Paris. Marker. Aus diesem Ende werde ich jetzt aber nicht ganz schlau, denn wir stehen da zwar zu dritt, aber Maka und Amari sind so ein bisschen, ihr wisst schon, das zu Staub zerfallen. Der Infinity War Effekt ist bei den beiden zu sehen. Also entweder Thanos geschnipst oder Tarsi ist mit der Kohle ausgerutscht oder mit dem Bleistift oder die beiden sind halt quasi dann nicht mehr da. Das ist gerade nicht wirklich zu erkennen. Oder leben die drei tatsächlich jetzt in Ruhe und in Frieden in Paris? Dann wäre das das Happy End. Ihr habt jetzt auf jeden Fall alle drei Enden gesehen und ich würde sagen, ihr könnt euch das Ende aussuchen, was ihr am besten fandet oder was ihr am besten und am passendsten für die Geschichte findet. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, welches ich am besten finde jetzt tatsächlich. Nee, ich bin mir wirklich nicht sicher. Welches Ende findet ihr denn am besten und warum? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich meine, klar, so ein Happy End ist wirklich schön und scheinbar ist es ja ein Happy End. Wobei, wie gesagt, warum sind die dann so ein bisschen verschwimmend gezeichnet, die beiden? Also so, als wenn sie sich in Luft aufgelöst hätten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir alle Enden gesehen und mehr können wir dann eigentlich auch nicht machen. Interessant. Sehr interessant. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzugucken, zuzuhören. Es gibt auf jeden Fall noch Custom-Maps, die von irgendwelchen Fans gemacht wurden. Vielleicht können wir da auch irgendwann nochmal reingucken, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Das war auf jeden Fall Amnesia Rebirth von Frictional Games. Und es hat mich gut unterhalten. So viel kann ich sagen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es ein neues Projekt gibt. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.